Spendenaktion. Vielleicht hast du mein letztes Sonntagsvideo geschaut und hast gedacht, komisch, der hat ja gar nichts groß zu dieser Spendenaktion erzählt. Ja, ganz einfach. Ich habe gedacht, es bedarf jetzt unbedingt eines eigenen Videos. Die Spendenaktion hatte ich ja hier auf YouTube schon mal kurz angesprochen. Warme Ohren für Lehe. Und ich erzähle mal, wie es so kam. Ich hatte so eine, ja, es war so eine sponti Idee. Dann habe ich die Schulleiterin der Astrid-Lindgren-Schule, die, das ist eine Grundschule in dem Stadtteil, in dem auch unser Ladenlokal ist, der Woloholika-Laden. Du bist hier übrigens auf dem Kanal Gabriele von Woloholika gelandet, dein Online-Shop im Internet. So. Alles genau, ich habe alles noch mal genau nachgeguckt, hier Chatverlauf etc. pp. Da hatte ich Anja, die Schulleiterin der Grundschule, der Astrid-Lindgren-Schule, eine WhatsApp-Nachricht geschickt und gefragt, ob ich einen Spendenaufruf machen kann, weil Lehe ist der ärmste Stadtteil Deutschlands und die Kinder sind da nicht so moggelig warm angezogen. Ich nenne es mal so. Ich bin persönlich so ein bisschen verbandelt mit der Astrid-Lindgren-Schule und daher auch der Kontakt. Anja schrieb zurück, ja klar. So, das war am 12. November. Daraufhin hatte ich das im Nächst in dem Sonntagsvideo nach dem 12. November, kurz angesprochen hier auf dem YouTube-Kanal und auch in der Woloholika Strickschneller das Leben ist kurz Facebook-Gruppe gepostet. Und dann, womit keiner gerechnet hat, haben sich die Ereignisse hier quasi überschlagen. Ich habe so viele Pakete bekommen. Ich hatte die Fotos habe ich immer in einem Thread gepostet. Ach, da hat mich Birgit drauf hingewiesen, dass ich das so machen könnte. Und das war eine super Idee. Dann ist es nämlich übersichtlicher in der Facebook-Gruppe. Und dann hat mich alles so ein bisschen überschlagen. Ich musste auch schon Pakete abholen. Da gibt es eine ganz witzige Geschichte, die erzähle ich nachher. Aber auf alle Fälle, ich habe eine Strichliste geführt. Ich habe auch in einem der Sonntagsvideos schon die ersten Spenden hatte ich gezeigt. Dazu komme ich jetzt nicht mehr, aber stand 18. Dezember. Heute ist der 20. Dezember und ich werde das Video am 24., also am Heiligabend, hochladen. So zur Orientierung. Am 18. Dezember hatten wir sage und schreibe 40 Mützen bekommen. Elf Tücher, Fehler im System, 11 Tücher. 32 Paar Socken, 6 Stirnbänder, 20 Schals, 4 Coles, 8 genähte Täschchen, 3 Jacken, 7 Paar Stulpen und sage und schreibe 50 US-Dollar. Ich kann jetzt nicht alle namentlich nennen. Ich habe auch zwei Pakete bekommen, da war kein Absender drauf. In der Facebook-Gruppe habe ich auch die Leute, obwohl ich mit denen auf Facebook befreundet bin, mit meinem persönlichen Account nicht verlinkt, sondern nur den Vornamen geschrieben. Gepostet habe ich, meine ich, jede Spende. Ich hänge euch die Bilder, die ich noch habe und auch die erste Übergabe, die hänge ich euch hier an das Video hinten dran. Zur Erklärung. Bildung ist ja Ländersache. Und in die Seestadt Bremerhaven gehört zum Bundesland Bremen und da ist die
Die Grundschule geht hier von der ersten bis zur vierten Klasse, in manchen Bundesländern von der ersten bis zur sechsten. Aber hier im Land Bremen ist das eben die Klasse 1 bis 4. Und da sind die Kinder haben Regelgrößen. Die Kinder sind in der Regel 6 bis 11 Jahre alt, haben die Konfektionsgröße 116 bis 146, eine Schuhgröße von 29 bis 34 und einen Kopfumfang von 52 bis 56 Zentimeter. Ich selber habe auch schon größere Socken bis 37 dazu gepackt, weil manche Kinder, die haben einfach größere Füße oder aber kamen später in die Schule oder haben ja geparkt oder was auch immer. Es gibt durchaus Kinder, die etwas größer sind und dann auch größere Füße haben. Jetzt ist es so, nee, exemplarisch möchte ich gerne sagen, dass wir sogar ein Paket aus der Schweiz bekommen haben. Und was total zuckersüß war, eine Betreuungskraft aus einem Seniorenheim aus Baden-Württemberg, die hat mit ihrer Gruppe Schals gestrickt und Tücher gehäkelt. Namen nenne ich jetzt hier im Video gar keine. Was total klasse ist, die Schule, Anja hat mir erzählt, es gab inzwischen eine zweite Übergabe. Anja hatte mir erzählt, dass sie für jeden Klassenlehrer, Lehrerin so ein Starterpaket gepackt hat und dass die KlassenlehrerInnen, die aus ihrem Starterpaket die gespendeten Sachen, gestrickt und gehäkelten Sachen, direkt an die Kinder weitergeben, die das nötig haben. Ein paar Socken behält die Schule bei der Schule. Das hat den Hintergrund, viele Kinder haben kaputte Winterschuhe. Da kriecht dann Nässe rein. Die Schule hat selber Winterstiefel gekauft und dann können die kaputten Schuhe an der Heizung stehen. Die Socken trocknen oder die Socken wurden dann halt auch nicht trocken und dann waren die Kinder tatsächlich nicht zwar in geliehenen Stiefeln, aber nicht mockerlich warm. Darum behält die Schule ein paar Socken im eigenen Sortiment und dann gibt es warme für den Tag warme geliehene Winterstiefel mit trockenen, sauberen Socken. Gehen dann wieder zurück in den Fundus der Schule, werden dort gewaschen und weiterverteilt. Das ist der aktuelle Stand. So wird organisiert. Was soll ich sagen? Es sind, also ich habe selber nicht damit gerechnet und Anja auch nicht. Anja sagte letztes Mal, wir haben jetzt ja eine Kooperation. Ja, wir haben tatsächlich eine Kooperation. Und ich wusste ja, dass Menschen, die kreativ sind, stricken und häkeln, dass die total gut drauf sind, aber dass das so einschlägt, da hat niemand von uns hat damit gerechnet. Mit drei, vier fetten Taschen, also die 50 US-Dollar, das geht in den Schulförderverein und dann werden auch entsprechend bedürftige Dinge, die dringend benötigt werden, damit gekauft. So sieht's aus. Und ich werde immer wieder gefragt, wie lange läuft denn diese Aktion? Wir lassen das einfach durchlaufen. Das ist einfach dann das Sozial die Kooperation zwischen der Astrid Lindgren Grundschule aus Bremerhaven-Lehe und Woldeholika. Und was so im Laufe der Zeit oder im Laufe des nächsten oder übernächsten Jahres so zusammenkommt, das wird immer oder gebe ich regelmäßig ab an die Astrid Lindgren Schule. Jetzt die kleine Geschichte, die ich erzählen wollte. Ich bin ja nicht jeden Tag im Laden. Laden hat 3 Tage auf, also musste ich noch ein Paket abholen. Und da stand auf dem Paketschein,
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Das solltet ihr im Hinterkopf behalten. Da stand Discounter in einer Barkhausenstraße. Okay, fahre ich zu dem Discounter mit dem L, komme da an, schlapp durch den Laden. Vorher hatte ich mich schon gewundert, Paket abholen beim Discounter, nicht richtig gelesen, schlapp ich da durch die Filiale. Find dann eine Verkäuferin und sagt, ich finde nichts, guck mal hier ist mein Zettel, ich soll hier ein Paket abholen. Fängt die Verkäuferin an zu lachen, guckt mich groß an und sagt, die gehören nicht zu uns draußen, sind so Paketshops. Ich selber habe natürlich schon, wir haben ja einen Online-Shop, ganz viele Pakete an so, wie heißt das jetzt nochmal, an diese Fächer, Paket. Nicht Paketshop, sag schon, an diese Fächer geliefert, aber selber noch nie eins abgeholt. Also gut, gehe ich da wieder raus, suche dieses Ding, ne, so, und stell dann fest, alter Verwalter, da ist ja so richtig so, ne, wie so ein Kassenautomat, wo man sich eine Fahrkarte zieht. Diese Dinger und ich, wir sind nicht immer sehr kompatibel gewesen. Okay, stehe ich da davor. Was zum Eins kennen, ne? Diese viereckigen Dinger. Namen habe ich jetzt gerade nicht parat. Okay, dann die Nummer oder die Nummer. Also Nummer rausgesucht, weil dieses Kennen von diesem EAN-Code ist es nicht, sondern tippe ich die Nummer ein. Dann musste ich meinen Vor-Nachnamen eintippen. Ich weiß ja, wie ich heiße, also tippe ich dann Gabriele Sinzig-Friese. Nein, ich so, oh, dritter Versuch. Dann gucke ich das Paket, dieses Abholkärtchen nochmal genauer an. Die Absenderin hat das richtig geschrieben, mein Name, aber der Paketzustelldienst hat aus dem Vornamen Wollo gemacht und aus dem Nachnamen Holiker. Also den Firmennamen Wollo Holiker. Ich musste dann grinsen, habe dann Wollo Holiker, Vorname, Nachname angetickert und konnte das Paket in Empfang nehmen. Das war total witzig und das war übrigens die Sachen von dem Seniorenheim. Ach ja, das ist eine kleine nette Episode am Rande, aber wir haben so viele Sachen abgegeben. Anja und ich bei der ersten Übergabe haben wir uns noch groß angeguckt. Bei der zweiten Übergabe, da haben wir beide geplärrt. Es ist also. Meine Güte, ich habe gedacht, da kommen vielleicht 10 Socken zusammen und keine Ahnung, 5 Mützen oder so. Aber dass das so viel war und die Sachen werden dringend gebraucht. Also, ich bedanke mich im Namen der Schule, richte viele Grüße aus. Die Fotos, die ich habe, hänge ich hinten dran, da könnt ihr euch die anschauen. Ich bedanke mich bei euch. Keine Bange, ihr müsst jetzt nicht alle stricken wie blöd, weil der Winter bald vorbei ist. Könnt durchatmen. Das geht und ohne Endpunkt geht die Spendenaktion weiter. Ich bedanke mich bei dir für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir, heute ist Heiligabend, eine zauberhafte Weihnachtszeit. Deine Gabriele von Voloholika.